Das Wichtigste bei einem Wasserschaden ist, egal von was er ausgelöst wird, dass man das Wasser so schnell wie möglich wieder los wird. Das flüssige Wasser hat nicht nur den Nachteil, dass es Schimmelwachstum befördert. Es gibt noch weitere Problematiken, die im Zusammenhang mit Dokumenten auftreten. Das können Verfärbungen sein, das kann sein, dass Schrift auf den Dokumenten verblasst, verläuft, auslaugt. Das heißt, flüssiges Wasser schädigt das Papier auf allen Ebenen. In erster Linie erfolgt vor Ort in Abstimmung mit dem geschädigten Kunden eine gemeinsame Archivierung des Dokumentenschadens. Dann wird der ganze Schaden aufgenommen, verpackt, abtransportiert und hier dann gegebenenfalls zur Sicherung erstmal eingefroren. Die Vakuumgefriertrocknungskammer sorgt dafür, dass bei niedrigem Druck unter 6 Millibar und bei Minusgraden, wo Wasser eigentlich gefroren ist, Wasser direkt vom gefrorenen Zustand in den gasförmigen Zustand übergeht. Der Fachbegriff dafür ist die sogenannte Sublimation. Hier im Graubereich finden Aufgaben statt bezüglich der Dekontamination von Dokumenten und Akten. Das heißt, wir saugen die Ordner ab, wischen gegebenenfalls die einzelnen Blätter ab mit einem desinfizierenden Reiniger. Danach wird das Ganze umgeheftet in neue Ordnerdeckel. Die Ordnerdeckel, die neuen, werden gemäß Bestandsordner neu etikettiert und im Anschluss verpackt zur Auslieferung. Es ist generell wichtig, in einem Schadensfall, gerade bei nassen Akten oder Dokumenten, schnellstmöglich zu reagieren, einfach um diesen Befall mit Schimmel zu vermeiden. Da haben wir nur ein kurzes Zeitfenster, wo man reagieren und agieren kann. Wir gehen natürlich sofort rein, bergen die Akten und gefrieren diese. Damit stagniert der Zustand der Akten. Es ist Zeit gewonnen für Angebotserstellung, Entscheidungen über Versicherung und es kann weiter nichts passieren. Die Firma Belfort bildet Dokumententrocknung weltweit an. Das heißt, wir haben in den USA Standorte, die sich auf Dokumententrocknung spezialisiert haben. Wir haben in Asien Standorte, die sich auf Dokumententrocknung spezialisiert haben. In Europa ist München neben Mailand und Wien das Zentrum für die Dokumententrocknung. Wir treten natürlich in erster Linie als Dienstleister auf. Dienstleister in der Hinsicht, dass wir den Kunden bei dem Schadensereignis unterstützen, dem helfen wollen, dass er seine Akten möglichst behalten kann, dass wir die ihm wieder herrichten, wie vor Schaden eintritt. Wir sind aber zugleich Vermittlungsperson, Kontaktperson, Ansprechpartner für Versicherung, Versicherungsnehmer, Geschädigter und versuchen das Ganze auch zu koordinieren.